Die Filmstudios Babelsberg, wir kommen noch mal zu Ihnen, die 100 Jahre alt werden. Thomas Knauf hat nämlich einige Jahre davon miterlebt. Von 1981 bis 1990 war der heute 61-jährige festangestellter Drehbuchautor bei der DEFA. Sein Film Treffen in Travers mit Michael Gwistek und Corinna Harfouch lief sogar bei den Filmfestspielen in Cannes. Jetzt hat er über sein bewegtes Leben im Film- und Fernsehgeschäft ein Buch geschrieben. Es erzählt von Höhen, aber auch vielen Tiefpunkten. Thomas Knauf ist heute bei uns. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen bei ZIP. Mhm. Lieber Herr Knauf, jetzt müssen Sie uns aber noch verraten, wer war Ihr Begleiter, der Vierbeinige? Das ist Struppi. Und Struppi ist wer? Das ist mein Hund. Aber den haben Sie immer bei sich, oder? Den habe ich immer bei mir, aber ich habe ihn nicht hier mit hergenommen, sonst hätten wir beide keine Chance. Lieber Herr Knauf, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen reinschauen können in Ihre Geschichte, ein bisschen was erfahren, was Sie in dem Buch geschrieben haben. Meine Frage, die sich ergeben hat, ist, warum haben Sie so brisante Drehbücher angeboten? Sie mussten ja von vornherein damit rechnen, dass die DEFA sagt, beziehungsweise die Direktion kommt nicht in die Tüte. Gute Frage. Ich war 30 Jahre, als ich bei der DEFA angestellt wurde, als damals jüngster Szenarist, so hieß das, Drehbuchautor. Und als ich eingestellt wurde, sagte mir der Chefdramaturg, nachdem er ein paar so kleinere Filme gelesen hatte von mir, die ich an der Filmhochschule schon geschrieben hatte, sagte er, aber solche Filme schreibst du hier nicht. Und dann habe ich gedacht, wieso eigentlich nicht? Und habe dann auch 5 Jahre lang mehr oder weniger fürs Lektorat geschrieben. Nicht alles, was ich in den 5 Jahren geschrieben habe, wurde aus politischen Gründen nicht realisiert. Manches war einfach auch zu teuer. Nach Babelsberg zu kommen, wir haben Sie ja auch durch das Tor gehen sehen. Ist das ein gutes Gefühl oder für Sie eher ein unangenehmes? Heute? Ich fühle mich eigentlich ziemlich fremd. Ehrlich? Ja. Ja, das Studio sah doch vor 20 Jahren etwas anders aus. Mhm. Ich meine, die alten Uferbauten sind noch da und die sind ja auch sehr schön. Aber was da sonst jetzt steht, das hat ja mit mir dann doch nichts mehr zu tun. Und ich komme auch eher selten hier raus, weil ich habe keinen Grund hier zu sein. Und Es gab in Ihrem Leben einmal einen Punkt, da haben Sie auch gesagt, ich habe keinen Grund mehr hier zu sein, beziehungsweise es zieht mich woanders hin und gleich über einen großen Teich. Und zwar sind Sie nach Amerika gegangen. Ist ja schon verrückt, jetzt kommen Sie 95 nach Deutschland zurück. In ein ja vollkommen verändertes Land. Wie ging es Ihnen da? Na, ganz so war das nicht. In den 5 Jahren, wo ich in New York gelebt habe, war ich ungefähr 20 Mal in Deutschland. Na gut, dann haben Sie ja schon ein bisschen vorfühlen können, ja, was Sie erwartet. Aber natürlich war mir das nicht mehr so fremd. Ja. Schwierig war eher der Umstieg in meinen Beruf wieder, weil ich habe in Amerika für Hollywood keine Filme geschrieben, sondern fürs deutsche Fernsehen. Und das war dann schon ein bisschen schwierig, hier wieder Fuß zu fassen. Mhm. Sie haben die Drehbücher jetzt aber völlig ad acta gelegt. Also widmen sich jetzt dem Schreiben von Büchern, Krimis. Ja, ich habe 25 Jahre Drehbücher geschrieben und eigentlich wollte ich nur immer Kinofilme schreiben. Dann habe ich fürs Fernsehen Krimis geschrieben und Fernsehspiele. Und nach 25 Jahren Drehbücher für einen Film hatte ich irgendwo mal den Wunsch, mal ein Buch über den Film zu schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Ja. Thomas Knauf, ganz, ganz vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Danke auch. Mhm.